Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 17 Video und ihr merkt schon, ich muss ein bisschen leiser reden, das liegt einfach an der Uhrzeit und dass ich hier niemanden aufwecken will und ja, ich möchte euch einfach hier dieses Video präsentieren, weil mir das gerade jetzt selber in FIFA passiert ist. Und zwar habe ich gerade die Weekend League Qualifikation gezockt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin zweimal im Finale leider rausgeflogen und die Server haben extrem rumgespackt, wie eben auch in diesem Spiel. Es hat extrem gelaggt und ich konnte einfach nicht wirklich spielen. Am Ende habe ich das Spiel dann auch abgebrochen, weil das einfach absolut keinen Sinn hatte, da weiter zu spielen. Und ihr seht schon, also ich spiele hier ganz normal FIFA, ich drücke jetzt mal auf Weiter und ich möchte euch einfach nur hier was richtig, richtig Komisches zeigen. Und zwar laufe ich hier mit Carrasco, ja, laufe hier absichtlich jetzt gleich ins Out, um euch einfach zu veranschaulichen, Stopp, ja, ihr seht schon, der Spieler ist einfach, Alter, jetzt okay, wenn ich da runtergehe, dann kommt diese Anzeige, wir lassen es einfach mal so, der Spieler ist komplett beleuchtet. Und das hatte ich schon mal, ja, habe damals aber nicht aufgenommen und jetzt habe ich gerade aufgenommen, um euch das eben hier zu zeigen und ich finde es richtig kurios. Ich wollte euch einfach nur mal fragen, habt ihr das auch schon gehabt in FIFA oder hattet ihr das noch gar nicht? Und jetzt schauen wir mal weiter, wenn der rote Spieler dann rauskommt. Ja genau, wenn er da dann steht, dann seht ihr schon, der ist auch einfach mal viel, viel heller, ja. Mich würde einfach interessieren, habt ihr das schon mal gehabt? Ich finde es auf jeden Fall einen sehr, sehr kuriosen Glitch und das ist auf jeden Fall in diesem Spiel immer gewesen, wenn ich rausgerannt bin. Auch der Linienrichter war, beleuchtet, sage ich jetzt mal und ja, da unten sieht man es ein bisschen. Ja, wie er dann ganz unten gewesen ist, war er extrem beleuchtet. Ja, man sieht schon ein bisschen, oder? Ein bisschen beleuchtet ist er schon. Jetzt nicht so extrem wie die anderen Spieler, aber ihr seht schon wieder, der Rote ist jetzt draußen und ist einfach viel, viel heller als die anderen. Ja, und der Linienrichter rechts, das sieht man schon ein bisschen, dass der auch beleuchtet ist. Finde ich auf jeden Fall richtig, richtig kurios und richtig, ja, witzig einfach nur. Und ja, schade, dass das Ganze so geleckt hat. Ihr seht es hier, das leckt extrem und ich konnte einfach absolut nicht spielen. Ihr seht es hier, ich faul meinen eigenen Spieler, weil ich die Grätsche nicht richtig ansetzen kann. Und das ist halt extrem bitter gewesen, aber da kann man leider nichts machen. Ja, Freunde, schreibt mir auf jeden Fall auch in die Kommentare, habt ihr euch qualifiziert für die Weekend League? Ich habe es jetzt nicht geschafft, aber es gibt noch eine Möglichkeit und zwar die 25 besten Prozent, also sozusagen die die Weekend League Qualifikation jetzt gespielt haben die letzten Tage, davon die 25 besten Prozent, die es nicht geschafft haben, also die es nicht geschafft haben, sich zu qualifizieren, aber trotzdem viele Siege geholt haben, die schaffen es dennoch in die Weekend League. Das hat EA veröffentlicht vor ein paar Tagen und das ist richtig cool. Ich hoffe, dass ich es da reinschaffe. Wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm. Also ich habe dieses Wochenende auch eh wieder nur am Sonntag Zeit und ja, Freunde, den Glitch hier wollte ich euch einfach nur zeigen und ja, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das auch schon mal hattet, falls ihr sowas feiert, falls ihr so, ja, keine Ahnung, mal ein bisschen andere Videos sehen wollt zu FIFA 17, so, ja, interessante Videos einfach, was so im Spiel so gerade passiert, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, 400 Likes wären absolut krass. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wir sehen uns beim nächsten Video und ciao!